So, Atletico bin blau gegen die Zwölftal im Halbfinale. Parallel spielen noch der Handballverein gegen die Gipfelstürmer. Wenn die Gipfelstürmer und bin blau hier gewinnen sollten, dann ist es dieses Mal wirklich das Finale, weil letztes Jahr habe ich das Spiel bin blau gegen Gipfelstürmer, was ich nicht gefilmt habe, habe ich das Halbfinale als vorweggenommenes Endspiel bezeichnet. Und jetzt Robin Meyer, und das war die erste Chance. Und da hinten sehen wir ja die Ultraszene. Hier sind die paar wenigen Auswechselspieler. Und jetzt hier die Zwölftal mit der Chance über das Tor. So, nach einer gefühlten halben Minute wird der Ball endlich mal zum Abschluss hier bereitgelegt. Und Tim Felber, der Kapitän, der jetzt den Ball hier erstmal nach vorne treiben wird. Ja, man spekuliert da doch noch darauf, diesen Ballverlust hier zu erzwingen. Ja, ich hoffe, ich krieg wirklich nichts Urheberrechtliches heute hier reingedrückt, wegen der Musik. So, ein Robin Meyer, der jetzt diesen Ball hier führt. Und durch zwei durchpasst Tim Felber, der den Ball nochmal zurückkriegt, aber der Ball wird abgefangen. Und Meyer erobert sich hier diesen Ball, aber der ist schon wieder weg. Oh, so, Nanni Mies ermahnt hier schon mal jemanden, bevor dieser Freistoß hier im Endeffekt angepfiffen wird. Und dann geht das jetzt mal hier los mit diesem Freistoß. Der kommt lang und länger. Nächste Chance und Riesenparade. Riesenparade. Wie wichtig kann diese Parade sein, so früh im Spiel? Und Bin Blau kündigt hier auch an, den Pokal gewinnen zu wollen dieses Mal. Sie wollen hier dieses Pokal, also diesen Pokalnachmittag heute gewinnen. Dafür müssen sie aber erstmal das Halbfinale überstehen. Was sie letztes Jahr leider nicht geschafft haben aus ihrer Sicht. Gegen meinen Turnierfavoriten, die Gipfelstürmer. Das Entscheidungsschießen haben sie ja vorhin schon verloren um den Gruppensieg. Dementsprechend ist Bin Blau jetzt hier Zweiter in der Gruppe. Dementsprechend muss Zwölftal auch Erster geworden sein, glaube ich. Ja, den Ball bremsen sie wieder nach vorne, der sollte aber entspannte Beute eigentlich sein. Ja, da fällt jemand und steht wieder. Oh, gelbe Karte. Ui, ui, gelbe Karte. Manni Mies greift durch. Ball ist freigegeben für Tobias Dott. Da steigt jemand hoch. Das ist die Chance. Oh, zweite Riesenchance hier für die Zwölftal. Alter. Das ist jetzt nicht der Start, den sich Bin Blau jetzt hier vorgestellt hat. Man hatte unter anderem noch angekündigt, dass man hat unter anderem noch vorhin gesagt, wir sind zwar asozial, aber wir müssen zeigen, dass wir noch asozialer sind. Also, es geht hey schon mal mehr oder weniger gut los für die Zwölftal. Zwei gute Chancen, zwar null Tore, aber das kann sich immer ändern. Oh, der setzt sich da durch und es gibt der Zwölftal die nächste Chance hier vielleicht und Felber klärt. Und jetzt der andere Felber, Yannick Felber,
Immer noch Yannick Felber. Und er vergibt diese Chance. Verteidigen! Und jetzt wieder die 12-Tal. Und sie legen sich irgendwie den Ball noch bereit, dass sie den Angriff fortsetzen können. Und ich glaube wieder Tim Felber, der den Ball da am Ende verklärt. Ich glaube, das müsste der mittlerweile eingewechselte Chris Müller sein, der da durchläuft. Im Endeffekt ist dies ja wie so gesehen von der Feldgröße her vielleicht wie ein Abschlussspiel im Training, einfach auf dem Querfeld. Und jetzt wieder Yannick Felber. Und dieser Ball knapp neben den Pfosten. So, Chris Müller wird jetzt die Ecke ausführen. Ja, wieder zurück zu Chris Müller, der sich wieder dreht und einen Einwurf rausholt. Nee, Freistoß. Ja. Es gibt diesen Freistoß hier für Binblau aus einer einigermaßen guten Position. Vielleicht ein bisschen zu weit außen jetzt für einen direkten Versuch. Aber wovon rede ich denn hier schon? Von direkt oder indirekt? Und immer noch Yannick Felber. Der wird geblockt. Aber Yannick Felber geht wieder energisch dran. Ja, das ist das, was vorhin gesagt wurde. Man muss halt zeigen, dass man noch asozialer sein kann, wie man eigentlich vielleicht schon ist. Ich glaube, im Endeffekt ist Binblau im letzten Turnier, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden. Ich habe das Elferschießen, beziehungsweise das Shootout im letzten Turnier, das Zweite, glaube ich, nicht mitbekommen. Beziehungsweise das, ja, ich glaube, das Spiel um Platz 3 und um Platz 5 wird, glaube ich, eh nur am Elferschießen, in Anführungszeichen Elferschießen, gespielt. Und ja, deswegen, ich habe das nicht ganz mitbekommen. So, und jetzt nochmal Yannick Felber, der im Endeffekt den Ball wieder verliert. Aber Yannick Felber ist bisher eine große Gefahr im Offensivspiel. Und das merkt man auch. Genauso wie Alex mehr oder weniger bei den Gipfelstürmern drüben. Der hat ja auch in einem oder eigentlich allen Spielen immer gut was gemacht, soweit wie ich es mitbekommen habe. Hand reklamiert und Manfred Mies heift es nicht ab. Die 12-Tal setzt nach und kriegt den Ball sogar fast erobert. Ja, und Ball fair erobert. Yannick Felber kommt nicht mehr an den Ball. Und der taucht durch. Souveräne Kopfballabwehr, jetzt erstmal wieder gut abgelegt. Ja, würde ich jetzt eigentlich sagen, mehr oder weniger, aber da wird abgewehrt, wieder die 12-Tal, aber Chris Müller versucht sich hier diesen Ball zu erlaufen und es hätte auch fast geklappt. Wieder die 12-Tal. Und das war ein sauberer Zweikampf und es wird diese Ecke geben für die 12-Tal. So, jetzt haben sie jetzt auch erstmal wieder einen Standard, mit dem sie jetzt auch erstmal wieder in Tornähe kommen können. Erstmal rausgeköpft und der zweite Ball kommt. Und es wird abgepfiffen für Binblau. Also zugunsten von Binblau wird das Ganze hier abgepfiffen. Und es geht erstmal wieder in die andere Richtung fürs Erste. Und da kommt wieder Yannick Felber. Er kann jetzt hier wieder einen Sololauf über den halben Querplatz starten. Chris Müller.
Ecke reklamiert. So, Tobias Dott kommt wieder rein, also war der vorhin wohl schon mal draußen. Jetzt erstmal die Seitenverlagerung hier. Aber es soll bisher einfach noch nicht sein. Man hat ja noch ein bisschen Zeit, zur Not gibt es halt noch das Shootout, was ich dann noch, denke ich mal, aufnehmen werde. Natürlich noch Chris Müller. Der kann nur alleine. Der kann nichts anderes. Boah, der rutscht einfach durch, zurückerobert von Chris Müller. Der Ball lebt immer noch. Ja, jetzt nochmal die 12 Tal. Ja, der geht weit drüber. Der geht weit drüber. So, Binnenblau versucht sich jetzt erst den Ball hinzulegen, erst an den Gegner auf Distanz halten und dann erst diesen Pass spielen. Und jetzt Yannick Felber und Otto Kaule, der trifft den Ball nicht richtig. Jetzt hat man nochmal einen anderen Torjäger nochmal reingehauen. Und sie versuchen es nochmal mit Yannick Felber. Und wieder Yannick Felber geklärt zum Einwurf. Und ja, es ist ein spannendes Spiel, was teilweise von den Chancen lebt und auch teilweise natürlich auch vom Kampf natürlich. So, Felber, den Ball jetzt erstmal wieder rauslegt. Aber bisher noch nicht so viele Torchancen hier, so richtig eindeutige hier für Binnenblau. Und jetzt nochmal die 12-Tal. Und die 12-Tal geht in Führung. Alle zurück! So, jetzt wird hier schon geordert, dass alle zurückkommen sollen. Und wenn sie jetzt hier den Pott holen wollen noch, dann müssen sie mindestens mal das Elferschießen erstmal erzwingen. Zwei Minuten angeblich noch. 2 Minuten, um Binnenblau zu retten. Komm mal nicht! Schaff nicht! Weg, 2 Minuten oder vielleicht 1,5 Minuten Zeit, hier die Pokalhoffnung zu retten. Ja, und den kriegt sie an den Rücken. Und das darf man bei so einem begabten Torjäger wie Michael Otto Kaul gar nicht machen. Und Robin Meyer, der sich diesen Ball jetzt erstmal wieder erläuft. Ball vielleicht erstmal hoch reinschlagen hier. Ja, der kommt so einigermaßen hoch. Und jetzt nochmal die 12-Tal. Vielleicht erwischen sie ihren Gegner im Lucky Punch. Und der Torwart haut sich da mit dem Kopf rein. Es gibt Abstoß. Jetzt müssen sie in der letzten Minute wahrscheinlich schon mal alles reinhauen, was sie haben und mehr. Müssen noch mal, jetzt müssen sie selbst die Cafeteria-Tante noch mal reinschmeißen hier. Wow! Müssen sie selbst die Cafeteria-Tante, wie gesagt, jetzt noch mal reinschmeißen, weil sonst geht hier heute gar nichts mehr mit Pokalsieg. Felber, Abschluss wird geblockt und die 12-Tal will kontern. Und Dott holt sich diesen Ball raus. Er hat alle Freiheiten dieser Welt, hier zum Tor zu laufen auf der Außenbahn. Immer noch Tobias Dott, der legt ihn quer. 2:0 für 12-Tal und das war's. Und die Hoffnungen vom Pokalsieg, sie werden wieder in einem Halbfinale zerschmettert. Aus. Ja, der rutscht einfach durch. Der Torwart kann sich Zeit lassen.
Manfred Mies hat noch nicht die Pfeife im Mund. Da kann noch alles passieren jetzt erstmal. Wenn jetzt hier noch ein Anschlusstreffer fallen sollte, dann wäre es das. Aber Manni Mies nimmt die Pfeife im Mund, er guckt auf die Uhr, nimmt die Pfeife wieder raus. Nochmal dieser lange Ball, der aber hier abgewehrt wird. Von der 11. Und jetzt nochmal die 12 Tal. Und das war es, die Überraschung ist perfekt. Die 12 Tal steht im Finale.